Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Wir haben es geschafft. In der letzten Folge sind wir hier in den Hafen von La Rochelle eingelaufen und haben uns hier der Flotte angeschlossen. Und jetzt können wir hier Missionen annehmen und ja, im Atlantik weitere Missionen absolvieren. Ja, die Fahrt in der letzten Folge ging relativ ereignislos an uns vorüber. Wobei, ja, so kann man das auch nicht sagen, aber innerhalb von Kriegszeiten doch schon relativ ereignislos. Denn ja, also mehr als jede Menge Einheiten, die wir gesehen haben, Feindeinheiten, aber es kam zu keiner größeren Konfrontation. Das ein oder andere Mal hatten wir in diesem Gebiet das Gefühl, als wenn sie uns gesichtet hätten oder gehorcht hätten. Aber naja, gut, sie haben es nicht geschafft und wir sind hier angekommen. Gut, ich denke, das Erste, was wir jetzt tatsächlich mal machen, ist einerseits der Forschungswegen unserer Mannschaft Urlaub zu gewähren und andererseits natürlich auch, weil unsere Mannschaft das, denke ich, auch nochmal verdient hat. Wir werden dann ja 14 Tage Urlaub beantragen beim, ich glaube, beim Leitenden Offizier war das, oder? Schauen wir nochmal. Genau, richtig, beim Leitenden Offizier Urlaub beantragen. Danach wird hier nochmal eine Forschung fertig sein und dann werden wir nochmal unser Boot beladen. Das heißt, das werden wir danach tun, weil wir dann zusätzlich nochmal ein paar Tage gewinnen werden oder ein paar Stunden, damit wir hier das Funkmessbeobachtungsgerät Naxos, also das Tier-3-Gerät, bekommen werden. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall jetzt nochmal mitnehmen, wenn wir es jetzt hier erreichen können. Okay. Dann, wie gesagt, wir benötigen Landurlaub und wir werden das Ganze, ich denke mal, das ist doch eine schöne Sache, wenn wir das vielleicht sogar in La Rochelle selbst machen, damit die Besatzung hier ihren neuen Heimathafen kennenlernt. Das Ganze kostet uns dann nicht mal was, dauert 14 Tage und die Disziplinstrafen werden ja trotzdem zurückgesetzt. Ich denke, das ist doch eine angenehme Sache. Okay, der Landgang hat bereits begonnen. 14 Tage dauert das Ganze. Ich würde sagen, den werden wir dann mal ganz fix hier überspringen. Das finde ich auch so eine Sache. Da frage ich mich die ganze Zeit, warum bringen die das nicht auch mal in einem Update, dass man diesen Landurlaub vielleicht komplett überspringen kann und die 14 Tage einfach rum sind. Man jetzt, gut, geht zwar trotzdem relativ fix, aber ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man das vielleicht auch überspringen kann. Vielleicht, wenn ein Entwickler das vielleicht hier auch mal guckt, sich anhört, das wäre doch vielleicht mal eine schöne Idee. Okay. Gut, Ausrüstungsproduktion ist abgeschlossen. Wunderbar, damit bekommen wir jetzt die Kaliumabsorber zum Beispiel, die waren damit inbegriffen. Und jetzt muss ich nochmal gucken, das war jetzt ein Ingenieur, wunderbar. Da können wir jetzt hier auch nochmal eine andere Forschung starten, die, na, vielleicht auch etwas länger dauern wird, aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn hier? Naxos, das erforschen wir gerade schon. Antiradarbeschichtung für den Schnorchel. Zaunkönig, Batteriestufe 3. Gepanzerte Kommandotürme T4. Ja, da sind wir ja schon relativ modern, würde ich sagen. Ich denke, es wäre gar nicht mal so schlecht, die Radarbeschichtung für den Schnorchel zu erforschen. Entschuldigt, die Anti-Radarbeschichtung natürlich. Die wird uns dann bestimmt auch nochmal weiterhelfen. Es ist möglich, dass feindliche Radaranlagen eingezogene Schnorchel aufspüren können. Eingezogene Schnorchel? Ausgefahrene Schnorchel, meinen Sie wohl, wenn das Boot untergetaucht ist. Es gibt einige Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, indem wir unsere Schnorchel mit Materialien beschichten, die Radarwellen zerstreuen. Ja, das wird voraussichtlich irgendwie so eine Anti- oder so eine Gummibeschichtung sein. Wenn ich mich jetzt nicht vertue und ich es richtig im Kopf habe, war das dann sogar so eine Art Gummigemisch, die dann quasi auf den Schnorchel gepackt wurde. Okay. Erforschen wir das mal. 24 Tage. Oh, sogar 47 Tage. Wahnsinn. Da hat unser Kamerad hier richtig was zu tun. Aber, naja, gut. Wir sind halt auch deutlich vor unserer Zeit. 1942, 1944 sollte das eigentlich... Ja, wir sind 2 Jahre zuvor. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, gut. Dann haben wir das. Der Urlaub ist rum. Jetzt haben wir hier noch einen Tag, 4 Stunden... Das wird dann bestimmt nach dem Einlagern der ganzen Materialien, die wir benötigen, soweit sein. Schauen wir nochmal in der Kombüse, ob wir da vielleicht nochmal was aufstocken können, bevor wir da jetzt dazu kaufen.
Ja. Machen wir das so. So. Dann tun wir das Fleisch noch dazu. Und den Fisch. Der muss nämlich langsam mal weg, sonst wird er noch schlecht. Was brauchst du, Herr? Schau mal. Okay. Ausrüstung sehe ich jetzt erstmal nicht. Da sind wir ganz gut bestückt. Wobei, die Kaliumabsorber, die könnten wir wirklich gebrauchen. Die kaufen wir jetzt auch mal. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele passen da rein. Wir kaufen mal 10 Stück. Also wie viele direkt da in den Inventarslot passen von unserem Lüftungssystem. Dann mal gleich mal schauen. Gut, Lebensmittel. Machen wir wie immer 25. Das wird dann wohl erstmal ausreichen. Und schaut mal hier, bei La Rochelle sind die auf jeden Fall deutlich besser bestückt als in La Spezia. Hier haben wir deutlich größere Auswahl jetzt nicht, aber die Mengen sind ganz andere. Und Brot. So. Okay, die Kaliumabsorber werden wir wie gesagt gleich noch dazu packen in den Inventarslot und dann haben wir da noch ein bisschen mehr Platz. Deckmunition können wir keine mehr mitführen. Da sind wir. Ne, ein bisschen was. Ne, geht nicht mehr. Die 3 Kilo können wir nicht auslasten, ausreizen. Hier haben wir noch 10 Kilo. Da nehmen wir mal noch ein bisschen panzerbrechende Munition mit. Zumindest so viel es geht. Ja. Kraftstoff füllen wir natürlich auch auf. Torpedos. Da haben wir hier keine geupgradeten, aber wir haben T3 P2. Da nehmen wir mal 2 mit. Hecktorpedorohr, das sieht gut aus. Okay, Gegenstände. Gibt es hier auch nichts Neues. Wir werden den Kaffee auffüllen. Da haben wir wirklich einiges gebraucht jetzt. Und dann geht's los. Wunderbar, das hat auch gereicht. Die Forschung ist abgeschlossen. Naxos ist somit oder steht uns somit zur Verfügung. Wunderbar. Jetzt, ich muss nochmal gucken. Genau, ein Funkmeister war das oder ein Funkoffizier. Tunis. Gepanzerte Kommandoturm, Batterie. Ja, er könnte hier direkt das Tunis erforschen. Aber das lassen wir jetzt erstmal bleiben. Ich möchte jetzt mal gucken, beim Rekrutierungsoffizier haben wir hier die Auswahl zwischen einem Offizier. Nee, können wir leider nicht. Wir könnten aber tatsächlich mal jemanden. Muss ich mal gucken. Können wir jemanden befördern? Das ging doch irgendwie, oder? Genau. Er hat aber keine. Wir haben von niemandem hier die Persönlichkeit herausgefunden. Das ist schon sehr interessant. Nachdem wir so lange jetzt unterwegs waren, haben wir unsere Besatzung kaum kennengelernt. Das ist erschreckend. Also das ist wirklich erschreckend. Das zeugt von echt schlechter Menschenkenntnis unseres Kommandanten. Ja, ich würde gerne jemanden befördern, muss ich wirklich sagen. Funkoffiziere haben wir mehr als genug. Ich würde den dann tatsächlich auch in die Forschungsabteilung mit reinstecken. Da haben wir jetzt hier den Ingenieur, Befehlshaber und. Moment. Wir haben an Bord 2 Ingenieure, einen Befehlshaber, 2 Funker und einen können wir aber noch mitnehmen. Dann würde ich fast sagen, nehmen wir noch einen weiteren Ingenieur mit und befördern auch noch einen Ingenieur. Also er ist gerade im Hauptquartier. Ja, ich hätte gern noch jemanden für die Forschung, aber jetzt wo ich sehe, dass wir hier noch einen Offizier gebrauchen könnten. Jakob England, Befehlsoffizier, einen weiteren brauchen wir wirklich nicht. Einen Ingenieur, einen weiteren. Wir haben 2 Stück. Einer kümmert sich um die Motoren, einer um die Torpedos. Funkoffiziere haben wir auch 2 Stück. Für Sonar, einer für Radar. Oder für Funk, nicht Radar.
Wisst ihr was? Wir werden das jetzt tatsächlich so machen. Wir werden noch einen weiteren Mann als Ingenieur befördern. Ja, wir sehen hier leider nicht, wer dafür prädestiniert wäre. Aber wir befördern ihn jetzt einfach in diese Richtung. Kostet einen Ansehenspunkt. Den haben wir ja übrig. Und dich teilen wir erstmal nicht zu. Walter Koss heißt der Mann übrigens. Sondern du wirst direkt ins Hauptquartier gehen und wirst Ja, wir haben gerade die T3-Torpedos erforscht, Leute. Also ich möchte die T5 jetzt echt nicht direkt schon hinterher werfen. Ich glaube, Batteriestufe 3 könnte uns noch sehr hilfreich sein. Das haben wir ja bei der letzten Fahrt gemerkt. Da ging uns dann so zum letzten Viertel hin echt die Puste aus. Das machen wir mal. Ach, Moment mal. Doch, Ingenieur. Aber warum ist jetzt Stufe 3? Nee, Quatsch. Was mache ich denn hier? Batterie. So. Ingenieur. Warum können wir ihn jetzt nicht nehmen? Bernhard Buchsbaum. Jetzt können wir den Mann nicht auswählen. Koss, er ist aber an Bord. Ach so, natürlich, weil er an Bord ist. Ja, sowas Doofes. Da ist er. Okay, jetzt sollte es aber klappen. Batteriestufe 3. Walter Koss. Dauert 47 Tage. Okay. Gut, dann schauen wir uns trotzdem jetzt nochmal hier die Führungsriege an, denn wir müssen ja einen weiteren Offizier mit reinnehmen. Oder was heißt müssen, aber sollten. Ja, das ist so eine Sache. Er hier, Alexander Gericke, der ist halt schon wirklich gut, ne? Ich glaube, den nehmen wir dann jetzt einfach noch mit dazu. Nehmen den schlechteren hier von weg. Er ist erfahren am Funkgerät. Er ist Experte. Ja, nee, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, weil wir hatten das letzte Mal ja sowieso schon das Problem, dass wenn zwei wegknacken, also wenn zwei auf dem Bock liegen, dass uns der eine dann gefehlt hat. Wir machen das mal so. Wir probieren das mal aus, ob das sinnig ist. Ansonsten können wir dann sowieso noch wieder rumtauschen. So, und jetzt haben wir dann noch gesehen, hier sind welche im Level aufgestiegen. Ich glaube, das war er. Genau. Dietrich Meyer. Er ist ja eigentlich unser Funker. Das ist er aber schon. Erfahren am Funkgerät und Funker ist er schon. Forscher. Warte mal, der Offizier kann geborgene Ausrüstung von Verbündeten in der Werkstatt analysieren und damit die Technologieforschung von 40% um 40% beschleunigen oder neue kleinere Forschungsbereiche im Hauptquartier freischalten. Sehr interessant. Das probiere ich mal aus. Dann werden wir gleich nochmal wechseln im Hauptquartier. Das interessiert mich. Ich glaube, der Mars, der war auch aufgestiegen, genau. Und er war aber unser Sonermann, genau. Und daher wird er Erkennen von Schiffsschrauben. Der Offizier kann die Geschwindigkeit und die Art der Ziele mit Hilfe des Hydrophons grob abschätzen. Zusätzlich wird im manuellen Modus seine Peilung für die Position des Ziels angezeigt. Sehr gut. Okay. Dann Ebeling war, glaube ich, auch aufgestiegen. Er war für unsere Torpedos zuständig. Nee, er ist nicht aufgestiegen, aber einer war da doch noch. War das Brasdorf? Brasdorf war es und er ist unser Mechaniker, Motorenspezialist. Ja, das wird auch höchste Zeit.
Dieser Ingenieur weiß bestens, wie man die Dieselmotoren auf U-Booten bedient. Es kommt kein sichtbarer raus aus den Motoren, wenn der Offizier an den Motoren arbeitet. Die Chance, nämlich entdeckt zu werden, wird erheblich verringert. Wenn die U-Boot einen Schnorchel verwendet, ist Rauch weiterhin vorhanden, aber weniger sichtbar. Okay. Sehr gut. Wir haben jetzt hier wirklich Spezialisten an Bord. Das kann man wirklich so sagen. Ich glaube, ansonsten war hier niemand im Level aufgestiegen, oder? Schauen wir nochmal bei dir. Nee. Okay. Gut, jetzt wollte ich nochmal schauen. Der Meier war das ja mit dem Forschungs... Genau, der ist jetzt der Forscher. Er ist ein Funker, deswegen gucken wir nochmal. Wir hatten doch irgendwie eine Funkforschung, oder? Nee, hatten wir nicht. Gut. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ansonsten hätte ich ihn jetzt nochmal umgetauscht, um seine Spezialisierung genau auszuprobieren. Okay, dann möchte ich in die Ventilation die Kaliumabsorger packen. Oh, guck mal, da ist sogar noch deutlich mehr möglich. Und wir kaufen noch etwas Nahrungsmittel dazu. Was brauchst du, Herr Kalon? Schau mal. Beziehungsweise, nein. Wir kaufen... Ich möchte nicht 26, ich möchte 20 haben. So, die sind natürlich extrem teuer, ne? Aber das können wir uns locker leisten, gar kein Problem. Ach ja, und wir haben ja Nexus gekauft. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wird das ausgerüstet? Hier? 14.000 ist gar kein Problem, wir haben 120. Es ist in der Lage, die neuesten Radaranlagen des Feindes zu registrieren, die eine Wellenlänge von 10 cm verwenden. Das Naxos wird vom Heuchraum aus bedient und funktioniert nur an der Wasseroberfläche. Ja, wunderbar. Dauert nochmal 3 Tage. Wunderbar, damit haben wir das auch. Da sehen wir es auch schon. Ich glaube, das hier ist das neue Gerät hier. Diese schmale Stange. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir sind hier schon wieder sehr lange im Hafen. Das habe ich eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Aber wir müssen unser Boot natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, gut aufrüsten und auf die nächste Mission vorbereiten. Führt einfach kein Weg dran vorbei. Dann nehmen wir hier nochmal die Fischkonserven mit. Damit haben wir jetzt aber wirklich alles gemacht. Okay, gut. Ein letzter Blick auf die vorderen Torpedorohre, ob da nochmal nachgeladen wurde oder ob da alles tutti ist. Ja, wunderbar. Dann können wir uns jetzt endlich eine neue Mission aussuchen. Und ich muss sagen, ich finde die Missionen alle wirklich sehr, sehr interessant. Am interessantesten finde ich eigentlich diese Mission hier in Südamerika. Angriff auf Aruba. Die kleinen Inseln Aruba und Curacao, etwa 27 Kilometer nördlich von Venezuela, sind weltweit eine der größten Erdölraffinerien der Alliierten. Da die Nachfrage an Öl bei den Alliierten immer größer wird, ist eine Unterbrechung oder Eroberung der Ölvorkommen unvermeidlich. Das wird einen positiven Effekt auf den Kriegsverlauf haben. Ja, da sollen wir die 3 Öltanks zerstören, bekommen 8000 Reichsmark, 200% an Einfluss und eine Milchkuh. Was haben wir hier? Wetterstation Nord-Labrador. Da der Wind über dem Atlantik normalerweise von Westen nach Osten weht, sind die Alliierten uns gegenüber im Vorteil, da sie Wetterbedingungen auf dem Meer vorhersagen und ihre Operation entsprechend planen können. Das Hauptquartier verfolgt den Plan, dies zu ändern, indem es eine Wetterstation in Nordamerika errichtet. Das ist natürlich ein sehr, sehr riskanter Plan. Ihr Befehl lautet, zu den angegebenen Koordinaten zu fahren und an Land eine Wetterstation einzurichten. Jetzt, da würde mich jetzt mal interessieren, basiert das auf realen Ereignissen? Hat die Wehrmacht oder die Kriegsmarine tatsächlich dort eine Wetterstation betrieben? Oder haben sie es zumindest versucht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich definitiv nach dem Ende dieser Aufnahme mal recherchieren werde.
Aber ich glaube, Angriff auf Aruba ist erstmal die interessantere Wahl. Danach können wir nochmal nach Labrador fahren. Okay, Leute, Mission angenommen. Wir haben hier perfektes Seefahrerwetter. Wir haben Regen mit niedrigem Seegang und Dunkelheit. Ja, besser kann es kaum sein. Wir verteilen sofort mal unsere Leute hier. Funker. Wunderbar. Und ich denke, wir haben alles. Leinen los. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Wie weit ist denn das überhaupt? Das ist natürlich unglaublich weit, ne? Elftausendsiebenhundert nautische Meilen. Da haben wir jetzt 1000, 1000, das sind schon, runden wir einfach mal auf, das sind ungefähr 3100, 4100, 4900, 4900, sagen wir einfach mal 5000 pro Weg. Das heißt, wir haben, ja, jetzt sagt er 4787, sagt er uns sogar, aber wir gehen trotzdem auf 5000 hoch. Wir runden das einfach mal auf, falls irgendetwas passiert. Und haben wir denn überhaupt genug Nahrung dann dafür? Sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr mitnehmen, als wir das üblicherweise tun? Stoppen nochmal auf. Weil das ist ja jetzt schon, da habe ich natürlich jetzt erstmal nicht dran gedacht, aber das ist ja ein unglaublich langer Weg. Können wir die Leinen nochmal ranmachen? Leinen über, Leute. Kommt schon. Ja, ich glaube, da sind wir nochmal wieder festgemacht worden. Ja, die Stellen geht über. Wunderbar. Dann machen wir das nochmal eben fix. Lebensmittel. Sebastian, wir gucken mal, dass wir das irgendwie verdoppeln. Wenn wir denn genug Platz haben. Obst. Gemüse. Fisch. Natürlich auch gut, dass wir jetzt dann gerade die Ressourcen auch haben. Bei La Spezia, wie gesagt, hätte das ganz anders ausgesehen. So. Käse haben wir jetzt leider nicht mehr. Wisst ihr was? Dann verkaufen wir den Käse und nehmen dafür Rindfleisch mit. 50. Okay. Denke, das sieht ein bisschen besser aus. Haben wir auf dem Weg, falls das dann immer noch nicht reichen sollte, was natürlich sein könnte, haben wir dann auf dem Weg irgendeinen neutralen Hafen, den wir ansteuern können, wo wir nochmal was holen können? Gibt es hier irgendwo was? Nee. Nee, leider nicht. Na gut, hier in Amerika hätten wir Häfen. Aber an für sich. Ja, das ist natürlich schade. Wir könnten. Na, hier ist auch nichts. Der nächste neutrale Hafen ist tatsächlich in Portugal bzw. in Spanien. Ja, Leute, dann müssen wir jetzt hoffen, dass das alles ausreichend ist. Und fahren jetzt los. So. Alles klar, wir fahren. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen Diesel sparen? Na, seht ihr mal. Mit der aktuellen Fahrtstufe. Reichweite mit der aktuellen Fahrt 11.700. Jetzt die Frage, wollen wir uns das antun, da mit 5 Knoten hinzufahren? Weil ansonsten könnte das nämlich echt knapp werden, ne? Wenn wir nämlich schon mit langsamer Fahrt fahren, dann sieht die Geschichte schon wieder ganz, ganz anders aus. Ich glaube, wir machen das mit der kleinen Fahrt. Das ist dann halt so. Okay. Wunderbar. Und damit fahren wir los.
meine, wenn wir auf 6500-fache Geschwindigkeit gehen, dann fällt uns das ja sowieso nicht so krass auf, ob wir jetzt hier kleine oder langsame Fahrt machen. Aber ich denke, es ist schon sehr, sehr gut, wenn wir. Na, was ist denn hier los? Machen die eine Übung? Kann schon sein. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon ganz gut, wenn wir den Diesel sparen. Das wird uns definitiv nicht schaden. So, Bilik, für dich wird es langsam an der Zeit, hier mal aufzustehen und hier den Kurs zu bestimmen. Nicht, dass wir uns jetzt hier auf den großen Weiten des Meeres auch noch verfahren. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Es ist wirklich ein großes Abenteuer, auf das wir uns jetzt begeben, ne? Ich meine, wir fahren buchstäblich zum anderen Ende der Welt. Und ich hoffe wirklich, dass das gut geht. Wir werden jetzt gleich, wenn wir hier mal auf Höhe, ja, so aus dem Golf von Biscaya rausfahren, schauen wir uns nochmal kurz unsere Nahrungsreserven an, wie schnell sich das Ganze abbaut. Dementsprechend werden wir vielleicht nochmal kurz bei Spanien, hier bei Vigo anlegen oder unserem Koch die Reserven einteilen. Dass wir, ich sag mal, der Kombüse jetzt nur so und so viel einfach zuteilen. Ich glaube, das könnte dann auch noch mal ein bisschen sparen. Oh Gott, das wird doch schon eine ganz schön lange Reise hier mit kleiner Fahrt. Wir könnten aber. Ja, wisst ihr was? Wir werden das jetzt tatsächlich machen. Auf die Lebensmittel kommt es jetzt nicht drauf an. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 5% Kraftstoff verbraucht. Und es macht halt wirklich Sinn, vom nächstbesten Hafen aus loszufahren. Und der wäre dann für mich hier bei Lissabon. Und dementsprechend werden wir jetzt nochmal nach Lissabon reinfahren. Und dort nochmal auftanken. Lebensmittel nochmal prüfen und dann begeben wir uns auf die wirklich große Reise. Ja, ich meine, hier gehen uns ja schon ein paar hundert nautische Meilen verloren, ne? Das ist nun mal so. Und in Lissabon waren wir schließlich auch noch nicht. Na, das können wir dann eigentlich auch mal mit halber Fahrt machen. So, da ist die Einfahrt. Coming soon? Nein! Ist das euer Ernst? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, was ist, ja, okay, was ist mit dem Hafen von Vigo? Ist da dasselbe? Sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Ich meine, wir brauchen jetzt halt dann den neutralen Hafen. Das ist natürlich jetzt extrem unglücklich. Ja, der Hafen ist noch nicht da. Okay. Dann fahren wir hier mal wieder raus und fahren in den Hafen von Vigo. Ich hoffe dann, dass der da ist. Ich meine, okay, ja, ich hätte mal eben ranzoomen sollen, aber das wusste ich halt wirklich nicht. Ach, verdammte Axt, das ist natürlich extrem doof. So, halbe Fahrt voraus. Und dann geht's nach Vigo. Ja, ich hoffe, dieser Hafen ist zumindest da. Also hier sehe ich jetzt kein Under Construction Zeichen.
Bin ich jetzt ja mal gespannt. Coming soon. Da ist es auch. Ah, das ist natürlich total bescheuert. Vor allen Dingen, weil wir jetzt... Gut, was heißt total bescheuert? Entschuldigt bitte. Ja, ich wusste das einfach nicht. Weil ich diese Mission bei Aruba noch nie gemacht habe und auch die bei Amerika noch nie. Und dementsprechend habe ich noch nie diese Häfen angesteuert. Okay, Leute. Wisst ihr, wie wir das machen? Damit ich euch in der nächsten Folge nicht nochmal mit der Ausrüstung unseres Boots langweile, das war in dieser Folge sowieso viel mehr, als das eigentlich geplant war, werde ich jetzt zurück nach La Rochelle verlegen, werde dort den Diesel auffüllen, nochmal je nach Gefühl ein paar mehr Lebensmittel kaufen und dann treffen wir uns bei der nächsten Folge, ja, ich würde sagen hier irgendwo außerhalb des Golfs von Biscaya und begeben uns dann auf den Weg nach Aruba, dementsprechend mit kleiner Fahrt. Das wird also in der nächsten Folge, ja, ein wirklich langer, langer Weg, der vor uns liegt. Ja. Ich denke, das ist der beste Weg, um euch dann in der nächsten Folge nicht nochmal mit diesem ganzen Gedöns im Hafen zu langweilen. Davon hatten wir in dieser Folge dann wirklich genug. Okay, Leute. Dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns außerhalb des Golfs von Biscaya. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.